Ja, hallo meine lieben Uhrenfreunde. Heute präsentiere ich euch eine schöne Seiko Automatikuhr. Diese befindet sich hier in der schönen, mal was Neues von Seiko Schachtel. Okay, dann machen wir mal das hier auf. Okay, ihr seht schon die Farbe. Kann man es gerade am besten erkennen. Es ist so ein helles und dunkles Grün. Dieses Olivgrün außen und Ziffernblatt ist so ein bisschen geschwärzt mit Grün. Genau, das hat mir auf Anhieb gefallen und in der Realität sieht es eher ja, ziemlich dunkel aus. Scheint die Sonne aber drauf oder Licht, dann sieht genau aus, wie man jetzt hier sehen kann. Okay, also eine Seiko Automatik. Da habt ihr noch die Referenz. UVP 349 Euro. Dann machen wir das Kissen hier weg. Okay. Durchmesser dieser schönen Uhr machen wir mal die Lünette 41 und hier das komplette Gehäuse mit der Krone 43 mm. Anstoß beträgt so 22 Millimeter und sie trägt 13,5 Millimeter auf. Ja, was haben wir da? Wir haben eine wunderschöne Seiko Automatik. So, mit diesen schon genannten Farbe, dieses Olivgrüne. Wir haben eine geriffelte Krone, Handaufzugmöglichkeit. Denn hier ist das Seiko 4R36 verbaut. Ihr seht schon einen Glasboden. Ein super schickes und ich finde sehr gelungenes Mesh-Armband und ist auch ziemlich dick mit fast 3 mm, je nachdem, wo man misst, circa 3 mm und 22 breit, logischerweise, sowie der Anstoß. Ja, wir haben eine drehbare Lünette, hört ihr das? In Zehnerschritten, nein, schon doch Zehnerschritten, genau. Tages- und Datumsanzeige. Was mir besonders auch gut gefällt, der weiße Innenring und sogar das weiße Datumsfenster passen zusammen. Wir haben hier die Zeigerspitze vom Sekundenzeiger rot. Das Gehäuse ist ja bekannt. Es ist das vom Seiko SKX Gehäuse und diese Neuauflagen in verschiedenen Bandvarianten und Zifferblattvarianten wird seit, glaube ich, letztes Jahr aufgelegt von Seiko und das ist das alte Gehäuse von der SKX Taucheruhr. Nur der einzige Unterschied ist, dass die Krone jetzt nicht mehr verschraubt ist und natürlich deswegen auch nicht 200 Meter wasserdicht, aber wenn Jux, 100 Meter reichen da aus. Wir kommen schon mal zu den Specs und zwar habt ihr ja gesehen, Durchmesser ca. 43. So, Tagesdatumsanzeige, Seiko 4R36 Uhrwerk, 100 Meter wasserdicht, verschraubter Gehäuseboden, eine schöne Schmuckschließe. Hier mit Seiko geprägt. Ganz einfach, aber simpel.
Glas, zu dem Gehäuseboden. Müsste nicht mal sein, das Glas zum Durchschauen, denn so schick ist das Werk leider nicht, aber es ist funktional und zuverlässig und ziemlich genau. Und es ist zurzeit, finde ich, eine von den schönsten Uhren von Seiko, in so, ich sag mal so bis 300 Euro. Diese bekommt man schon ab 260, 250 Euro in verschiedenen Shops. Ne? Die passt echt zu jedem Arm, auf jedem Arm. Es ist echt, also ich finde die irgendwie einfach nur schön. Das macht aber das Band, glaube ich, auch aus. Es gibt diese in Blau, in so Altweiß, als Zifferblatt-Variante in Schwarz, mit anderen Bändern, mit Kautschuk, mit normalen Edelstahlarmband, mit Leder, glaube ich auch, mit Stoff, NATO-Bänder. Ich finde die irgendwie richtig, richtig schick. Und ich werde immer mehr ein Mesh-Armband-Fan bei Uhren. Schicke, schicke Uhr. Das Gehäuse ist super verarbeitet. Kanten auch. Da gibt es keine scharfen Kanten. Die Lünette ist perfekt. Sie rastet perfekt ein. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Hört ihr das? So muss das sein. Überhaupt kein Spiel, nichts. Von mir aus konnten sie die verschraubte Krone lassen. Ach, da sieht man schön das Zifferblatt. Ich spiele die Kamera jetzt mit hier. Naja. Ja, was noch schön wäre, wenn das Modell ein Saphirglas hätte. Klar kann man es nachträglich reinbasteln, aber ja, das mache ich nicht. Es ist ein Hartlex-Glas verbaut, aber man sieht vielleicht das hier ein bisschen minimal, ich sag mal vielleicht 1,5 mm steht die Lünette über dem Glas, das heißt, man bekommt vielleicht nicht sofort ein Kratzerchen rein oder ein Kratzer rein. Aber ja, Saphirglas ist immer schön, aber ich sag mal so, 250 oder 60 Euro habe ich für diese Uhr bezahlt, neu, in einem Online-Shop und dafür ist es in Ordnung. Würde die Uhr teurer sein, dann, ja, ich sag mal so, ab 400 Euro akzeptiere ich das nicht mehr, dass kein Saphirglas verbaut ist, aber so bis 200, 300, 400 Euro ist es in Ordnung. Ja, eine wunderschöne Seiko Automatik. Okay. Ich danke euch fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal. Danke und ein schönes Wochenende.